es gibt immer eine zentrale Fixierung, die ist jeweils an den Spitzen von dem Dreieck und immer zwei drumherum. Und bei der, die an der Spitze des Eisbergs jeweils sitzt, an den Dreiecken des Eisbergs, die hat das Gefühl, was damit verbunden ist, in den Keller geschoben, verdrängt. Also die zentrale rote Fixierung spürt, wenn du sie auf der Straße triffst, keine Wut. Die zentrale emotionale Fixierung ist, wenn du sie auf der Straße triffst, schamlos. Tatsächlich. Und die gelbe Fixierung, die mentale Fixierung, wenn du die auf der Straße triffst, die hat keine Angst. Am meisten ausgeprägt ist das Ganze so um die 21. Manche werden ein bisschen eher erwachsen, manche werden ein bisschen später erwachsen. Das kann unterschiedlich sein, aber in der Sturm- und Drangzeit, wann auch immer die bei dir stattgefunden hat, da ist die Fixierung am stärksten ausgeprägt. Aber diese drei Spitzen haben, würde man jetzt denken, ist eine Körperfixierung, ist aber nicht so viel Wut. Da ist eine emotionale Fixierung, die drei, ist aber nicht so viel Gefühl da. Ist eine mentale Fixierung, ist eine sechs, ist aber die Angst nicht spürbar.